Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Und heute gibt es den ersten Haul auf meinem Kanal, denn ich habe bei Shein Sachen bestellt. Ich war nämlich echt, wie sagt man das? Ich wollte mal sehen, wie sie sich vielleicht gemacht haben, weil ich habe ganz früher mal da bestellt. Ich weiß auch schon gar nicht mehr, was ich da bestellt hatte. Und früher waren die ja relativ schlecht, die Qualität, und irgendwie hat nie was gepasst, so habe ich es in Erinnerung. Aber viele Freunde von mir haben da jetzt schon öfter mal bestellt und das sah eigentlich alles ganz gut aus. Deswegen dachte ich mal, ich traue mich auch mal und probiere das mal und dann kann ich es gleich heute hier mit euch teilen. Und generell muss ich erstmal sagen, dass ich ganz zufrieden bin. Ich habe die Sachen schon alle angezogen, damit ich auch immer was sagen kann dazu. Das Paket kam ungefähr 10 Tage früher an. Das ist auch schon mal ein Punkt für die, würde ich sagen. Und ja, einige T-Shirts, sag ich mal, sehen ein bisschen billiger aus, die anderen ein bisschen hochwertiger. Aber allem, also alles so im Gesamtbild kann man sagen, dass es ganz okay ist. Und ich würde auch mal sagen, ich zeige euch die jetzt. Ich rutsche jetzt ein bisschen nach da und blende euch auf der anderen Seite Videos ein, wie ich das halt trage. Und dann kann ich es euch nämlich besser zeigen. Und ja, deswegen würde ich mal sagen, los geht's. So. Kommen wir zu meinem ersten Teil. Und zwar ist das ein relativ schlichter Pullover, würde ich mal so sagen. Der ist hier so ein bisschen gerippt an der Taille. Und ich muss, glaube ich, mal ein bisschen nach hinten. Ja, ist so gerippt an der Taille. Hat, finde ich, sogar einen ganz guten Stoff. Also vom Stoff her sogar, finde ich, das Beste von allen. Und ja, ist ein schlichter Pulli, wie gesagt, der hier die Taille betont. Und bin ganz zufrieden mit dem. Ja. Weiter geht's. Ab April will ich mir vornehmen, dass ich ein bisschen Sport mache. Und ich habe irgendwie keine richtige Sportleggings. Und deswegen dachte ich mal, nehme ich mal bei Shein eine mit. Ich meine, die war auch natürlich ganz billig. Einfach eine schlichte Sportleggings. Die hat tatsächlich nicht mal einen Stoff vom Sportstoff. Hat sie nicht mal. Das war einfach so. Ja, irgendein anderer. Der ist auch sehr relativ elastisch. Aber eine Sporthose sollte ja nicht rutschen. Und ich muss sagen, dass die tatsächlich rutscht. Aber sonst sitzt sie ganz bequem und auch ganz gut. Und so, ich meine, jetzt 12 Euro, glaube ich, kostet, kann man dafür da jetzt nichts falsch machen. Ja, kommen wir zu einem Mantel, den ich gekauft habe. Der war auch sehr billig, 19 Euro. Und ich meine, ihr kennt ja die Shein-Preise, die sind natürlich wirklich immer günstig und verlocken deswegen ja auch. Und zwar ist das so ein roter Mantel mit einem Kragen hier. Der sieht jetzt in der Kamera irgendwie ein bisschen hellroter aus. Das ist so ein dunkles Bordeaux-Rot. Wie unser Flur, wenn ihr mein letztes Video geschaut habt. Kann man hier zuknöpfen. Ist natürlich sehr dünn. Also wenn es jetzt irgendwie kalt draußen ist und regnet oder so, macht der sich nicht gut. Aber ansonsten, ja, so zum Übergang für den Frühling ist der auf jeden Fall echt ganz praktisch und nicht zu dick und auch für Sommertage, wo es abends vielleicht mal ein bisschen frischer wird. Dann habe ich mir eine weiße Bluse gekauft. Die will ich entweder so zu solchen Lederleggings als Kleid irgendwie anziehen oder ich mag es total gerne, eine Bluse unter einem Pullover anzuziehen. Das habe ich momentan wieder mal neu für mich entdeckt. Ich habe es ewig lang nicht mehr so getragen. Und das ist so eine weiße Bluse. Kann ich wahrscheinlich auch so nicht anziehen, weil die relativ durchsichtig ist. Hat dann an der Taille noch so eine Schnur, dann kann man das noch fester machen. Ja, die war auch nicht teuer. Es war alles nicht teuer. Ich habe jetzt hier 10 Sachen zu liegen und habe insgesamt 109 Euro bezahlt. Dann war da noch ein 30% Rabatt und wie gesagt, ihr kennt die Preise. Aber dafür muss ich sagen, ist es wirklich, also ich würde sagen, die Qualität ist jetzt nicht schlechter als bei H&M oder so. Ja, finde ich auch ganz cool und freue mich, sie auch schon zu tragen. Dann habe ich auch noch was mit einem Kragen. Wie gesagt, ich stehe da momentan irgendwie drauf. Und zwar so ein kariertes. Von hinten so. Und hier oben hat es so einen Kragen. Und hinten kann man das dann halt zumachen. Finde ich auch echt schick. Und ja, ich habe übrigens alles lieber größer bestellt als zu klein, weil ich hatte halt Angst, dass bei Shein alles zu klein ist. Und dieses Zurückschicken ist ja, glaube ich, ein bisschen komplizierter. Deswegen sehen einiges, wenn ich das jetzt hier auch mal einblende, ich hoffe, dass ich das jetzt übrigens überhaupt praktisch gemacht habe, sieht einiges relativ groß aus, aber ja, lieber zu groß als zu klein. Und wenn man das dann mal in die Hose reinsteckt oder so, dann passt es schon. Kommen wir zu einem meiner, ich würde sagen, es ist sogar mein Lieblingsstück jetzt aus dem Ganzen. Und zwar eine Satinbluse.
Das ist so eine Art Hemd. Jetzt sieht es hier in der Kamera aus wie so ein Nachthemd. Aber so ein Hemd in so Satin-mäßig und in so einem Hellrosa. Auf jeden Fall kann ich jetzt immer schön bügeln. Ja, finde ich auf jeden Fall generell mega nice. Ist auch ein bisschen groß. Aber ja, wie gesagt, lieber zu groß als zu klein. Weil zu groß kann man es nicht tragen. Wenn es zu klein ist, kann man es ja nicht tragen. So, jetzt habe ich hier noch vier Stücke zu liegen. Und zwar jetzt kommen wir zu einem, da war ich nicht ganz so zufrieden, weil es wirklich relativ billig aussieht und sehr dünn ist, aber eigentlich ganz gut für den Sommer. Das ist auch wieder mit so einem Kragen hier oben und dann, ich komme mal ganz kurz näher, mit so einem Spitzenkragen hier oben. Mal gucken, wie lange der hält, da bin ich auch mal gespannt. Ja, so ein rosaner Stoff. Das ist mit am größten ausgefallen. Ihr seht schon, das ist relativ breit. Ja. Hat einen sehr dünnen Stoff, aber es ist trotzdem ganz niedlich. Kann man schon mal tragen. Und ich weiß halt nicht, ich habe jetzt überall eine Nummer größer bestellt, als ich eigentlich normalerweise so trage. Ich weiß nicht, ob ich nächstes Mal lieber dann wieder meine Größe bestellen sollte. Obwohl ich jetzt erstmal wieder nicht bestelle, aber... Ja, dann kommen wir zu einem Teil, da weiß ich ehrlich gesagt nicht, was ich von halten soll. Also an sich ist es schön, das ist so ein, wie so ein Tunika, glaube ich, heißt es, ne? Wenn das hier so auch wieder so gerippt ist am Bauch und so ablusenmäßig von hinten so. Hier werde ich auch im Video, schätze ich mal, einen Top drunter ziehen, weil es auch durchsichtig ist und der Ausschnitt relativ tief ist. Und ich habe auch bei Shein, weil ich noch vorher mit einer Freundin drüber gesprochen habe, darauf geachtet, dass ich... nicht so Sachen, die bauchfrei sind und keinen Ausschnitt haben, weil bei Shein das dann immer alles so übertrieben ist und ich das halt auch in der Kita zum Arbeiten und so tragen will und das würde ich dann irgendwie total unpassend finden. Deswegen denke ich, werde ich hier auch drunter einen Top anziehen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man das so direkt sieht. Ja, und es trägt irgendwie ein bisschen auf. Also ihr werdet es ja jetzt hier irgendwie so immer sehen. Aber irgendwie macht es einen ein bisschen runder, würde ich mal meinen. Dann habe ich noch eine Jacke bestellt. Die fand ich auf dem Foto ganz schön und die ist auch ein bisschen dicker als die rote. Und zwar so eine karierten Jacken oder so ein Jackenhemd. Die sind ja momentan auch eigentlich total in. Hätte ich, glaube ich, auch eine Nummer kleiner bestellen können. Aber ja, ich glaube, ich finde den anderen Mantel schöner. Hier muss ich mich, glaube ich, einfach noch dran gewöhnen. Aber vom Prinzip her mag ich das. Und es hat auch einen ganz weichen Stoff und ist sogar ein bisschen schwerer und fester. Also, wie gesagt, so eine typische H&M-Qualität und jetzt nicht schlechter oder so. Also, von daher bin ich sogar wirklich ein bisschen begeistert von Shein. Und dann kommen wir zu meiner letzten Sache. Ich hoffe, ich war jetzt nicht zu schnell oder zu langsam. Ist nochmal ein ganz normaler Pulli, würde ich sagen. Der sieht so aus. Hat eigentlich auch einen ganz schönen Stoff. Boah, der sieht hier gerade aber auch echt extrem breit wieder aus. Hat hier oben so einen Spitzenkragen und hier solche Knöpfe. Mag ich ganz gerne für den Alltag. Ist auf jeden Fall perfekt. So, das war es auch schon. Das waren meine 10 Teile bei Shein. Nochmal als kleines Ende so zur Zusammenfassung. Wie gesagt, es kam 10 Tage vorher an. Ich meine, die Preise sind echt billig und ich finde, es ist jetzt nicht schlechter als eine H&M-Qualität. Ich meine, klar, unter den Umständen wahrscheinlich will man nicht mal drüber reden, aber ich bin der Meinung, es ist wahrscheinlich eh alles gleich, ob jetzt bei H&M oder Zara oder Shein. Und ja, außer das eine Oberteil würde ich sagen, wie gesagt, war es eine ganz normale H&M-Qualität, die man eben so kennt. Die Sachen gefallen mir auch alle ganz gut. Also ja, bin ich erstmal auf jeden Fall zufrieden mit Shein und würde es bisher weiter bestellen. Aber mal gucken, wie lange auch die Sachen halten, ob da irgendwie schnell Löcher beim Waschen reinkommen und so. Muss ich mal sehen. Aber ja, ich hoffe, ihr konntet das jetzt hier immer alles gut sehen. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Lasst ein Abo da. Und dann sehen wir uns nächste Woche Sonntag um 18 Uhr wieder hier auf meinem Kanal. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Tschüss!